Verwackelte Handyvideos dokumentieren den Angriff gestern Abend gegen 9 Uhr. Mit Steinen und Stahlstangen bewaffnet attackieren gut 20 Personen das Gebäude des Konsulats. Das Panzerglas hält den Angriffen stand, die Täter fliehen. Heute erklärt das Generalkonsulat, Sympathisanten der verbotenen Arbeiterpartei PKK steckten hinter der Attacke. Zuvor gab es eine Demonstration in der Innenstadt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Versammlungen, der Versammlung in Hannover und dem späteren Angriff am türkischen Generalkonsulat gibt, wissen wir derzeit noch nicht. Das wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat allerdings eine Ermittlungsgruppe eingerichtet im Staatsschutz, die den Sachverhalt jetzt genauer beleuchtet und da die Ermittlungen führt. Der Angriff dauerte nur gut eine halbe Minute. Zwei Flüchtige kann die Polizei noch am Abend vorläufig festnehmen. Heute machten sich die Vertreter von verschiedenen türkischen Organisationen ein Bild von den Schäden. Mit der Attacke gestern sei eine rote Linie überschritten. Was sich verändert hat, ist, dass die Menschen, die hierher kommen, jetzt ein anderes Gefühl haben und links und rechts genau schauen, ob da irgendetwas ist, ob das wieder angegriffen wird. Und ein Gefühl der Verunsicherung, Unsicherheit. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland nicht sein sollte. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Konsulat wurden heute deutlich verstärkt.